Was habe ich hier noch Schönes für euch? Wohnmobil Center Erkelenz lässt sich nicht lumpen und hat natürlich auch, naja, ich nenne das fast mal Liner hier und da stehen. Und so sind wir jetzt hier beim Niesmann Bischof, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ATO 76 LE, 109.000 Euro. Und was man dafür bekommen kann, das werden wir euch jetzt zeigen. Ja, die Kamera möchte nicht so wirklich fokussieren. Wir hoffen, ihr könnt es erkennen. Wir haben hier wohl ein gebrauchtes Fahrzeug von 2015 mit 33.000 Kilometer gelaufen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz von außen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, euch das einmal zu zeigen, dass es hier auch gebrauchte Wohnmobile gibt. Ja, so ein Fahrzeug wird natürlich neu mal wesentlich teurer gewesen sein. Ihr habt aber jetzt hier die Chance, so etwas in Gebrauch zu bekommen. Wirklich ein wunderschönes Wohnmobil. Vom Design, von den Scheinwerfern, ein wirklich, wirklich tolles Teil. So, Niesmann Bischof, was habt ihr zu bieten? 2015, wie weit wart ihr schon? Wir haben hier eine Heckgarage mit zwei Fahrradschienen, das ist selbsterklärend. Hier hat sich jemand anscheinend schon ein Transportsystem selber reingebaut, wie auch immer. Und wir haben hier verschiedene Schienen, wo wir dann unser Gepäck oder Fahrräder auch noch festzurren können. Das, was haben wir hier? Ja, genau. Hier haben wir im Endeffekt den Kasten. Steckdosen im Heck sieht danach aus, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir einmal rum. Niesmann und Bischof. Der Laminatboden hat einen Nachteil. Meine Füße quietschen, obwohl ich die Schuhe, meine Schuhe quietschen, obwohl ich die Schuhe bezahlt habe. So, die Heckgarage von der anderen Seite. Eine wirklich sehr, sehr große Heckgarage mit schönen Dämpfern. Die bleibt also oben stehen. Wenn ich in die Heckgarage was einlade, bleibe ich also auch noch trocken. Dann haben wir im Endeffekt Alufelgen. Und wir haben hier vorne, sehen wir auch ganz klar, die Möglichkeit, zwei Gasflaschen mitzunehmen. So, Helena. Hi. Helena im Niesmann Bischof. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Die Frage ist, das Portemonnaie gibt es nicht so ganz her. Und trotzdem zeigen wir den Leuten mal, was bekommt man denn. 2015er Fahrzeug, 33.000 Kilometer gelaufen, kostet um die 100.000 Euro. Was bekommt man dafür? Viel, aber wir haben keinen Strom. Okay, wir haben jetzt keinen Strom, wir fragen jetzt auch nicht, wir nerven jetzt auch hier die Leute nicht. Die Leute sind am Arbeiten, die Leute müssen hier verkaufen. Das ist denen ihren Job am Samstag und darum wollen wir den Leuten auch wir wollen denen so wenig Stress wie möglich machen und vor allen Dingen wollen wir denen auch nicht ihre Zeit klauen. Ja, wir sind hier, wir sind froh, dass wir hier filmen können. Wir sind aber dadurch auch ein bisschen auf uns alleine gestellt. Wir wollen aber auch nicht die Zeit der Leute in Anspruch nehmen und die nerven. Wir sind froh, dass wir hier walten und machen können, wie wir wollen. Und darum müsst ihr jetzt mit ein bisschen dunkleren Aufnahmen leben. Aber das kriegen wir hin. Wir haben hier verschiedene Schalter im Innenraum. Dann haben wir hier schon direkt einen Fernseher im Eingangsbereich hängen. Und hier oben die komplette Steuerung. Ja, und die lässt sich auch noch schön verdecken. Oh, die Steuerung lässt sich auch noch schön verdecken. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, genauso. Gut. Ging's? Gerade eben ging's. War ein Schlüsselfach. Ah, okay, durch den Druckmechanismus für Schuhe. Jetzt. Ah, hier haben wir auch noch kleine Haken. Hier haben wir auch noch eine Steuerung. Okay, also hier ist wirklich alles schön versteckt und abgedeckt. Einfach um eine gewisse Ordnung und ein gewisses Design zu wahren. Ne? Da haben wir auch noch einen Verstau. Eine Verstaumöglichkeit und jetzt möchte ich aber mal in die Sitzgruppe gehen. Jetzt möchte ich aber wirklich mal in die, ja oder setz dich doch mal in so eine schöne Sitzgruppe. Die Chance haben wir auch nicht so oft in so einer schönen Sitzgruppe zu sitzen, ne? So, wir haben hier ein Fiat Führerhaus, beziehungsweise anscheinend ist Fiat hier vorne präsent. Das sehe ich schon am Lenkrad, das sehe ich an, okay, Automatikgetriebe sehe ich. Fiat, ja, 2015er Modell. Und trotzdem eigentlich noch sehr, sehr modern und vor allen Dingen schön und gepflegt. Auf jeden Fall sehr schön gemacht. Wir haben hier Leselampen hier oben. Der Tisch lässt sich ja verschieben. Der Tisch, zeig mal, der Tisch lässt sich anscheinend verschieben. Und eigentlich wahrscheinlich auseinander. Ich will jetzt nicht rumfummeln, auseinanderklappen, weil hier ist noch so eine Platte und ich denke... Also du meinst, dass man dann hier ein Bett natürlich noch machen kann. Ich glaube, der Tisch muss runter. Genau. Damit man das Hubbett nach unten bekommt. Ja, aber ich meine zum Essen, weißt du? Dass man Ach so. Hier essen kann, dass man den auseinanderklappen kann und dann hast du einen großen Tisch und kannst hier schön essen. Definitiv. Ja. Leon, setz dich doch auch mal in dieses schöne, gebrauchte, aber wirklich schöne und hochwertige Wohnmobil.
Wir haben hier oben die Möglichkeit, ein Hubbett runterzuklappen. Genau. Und wir haben hier oben eine Luke, beziehungsweise ja, eine Luke, wo man lüften kann und wo auch Tageslicht reinkommt. Dann haben wir hier hinten, wie gesagt, es wird jetzt etwas dunkel, seid uns da nicht böse. Wir haben hier die Möglichkeit, mehrere Platten. Ja, Helena macht mal Licht. Super. Wir haben hier ein 3-Platten-Kochfeld. Dann haben wir hier eine, genau, wunderschöne Einhebel-Mischarmatur. Auch toll. Haben wir eine Abtropfschale, traumhaft für den Einhebelmischer. Und was haben wir hier noch? Einen großen, großen Eckschrank und verschiedene Schubladen. Auf jeden Fall für Besteck, für Töpfe. Und ich zeige euch mal den hier. Fand ich eigentlich ganz toll gerade. Ich habe den gerade schon offen. Ah, einen großen, großen Eckschrank. Wie gesagt, den kann man jetzt... Ja, den kann man zumindest grob erkennen. Ah, mit verschiedenen Körben und verschiedenen Verstaumöglichkeiten. Das ist wirklich, wirklich schön. Sehr gut. Toll. Dann verschiedene Schubladen, die haben wir euch gezeigt hier im Küchenbereich. Dass hier oben natürlich dann auch Schränke sind, Verstaumöglichkeiten. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist selbsterklärend. Genau, so. Hier von der Seite hast du noch... Auch nochmal für Flaschen oder... Dann haben wir hier noch verschiedene Verstaumöglichkeiten, genau direkt in das Holz eingelassen. Und was haben wir dann auf der anderen Seite? Wir haben auf der anderen Seite, da steht jetzt HPC dran, seid mir nicht böse, kenne ich mich nicht gut mit aus. Aber anscheinend ein Kühlschrank, sieht nach einem Kühlschrank. Genau. Oben drüber wird Gefrierschrank sein und oben Backofen vielleicht? Und oben haben wir dann noch einen Backofen. Ne, anscheinend, ja. Oben haben wir einen Backofen. Sieht auch so gut eigentlich wie unbenutzt aus. Ja. Dann haben wir, wie gesagt, Gefrierschrank und Kühlschrank. Alles in einer Ebene, beziehungsweise alles auf einer Flucht, sag ich mal, eingebaut. Der lässt sich halt nur auf eine Seite öffnen, ne? Alles gut, genau. Das kann man mit Dometic jetzt nicht vergleichen, wo sich auf beide Seiten öffnen lässt, sondern hier haben wir halt Schublade haben wir noch drunter. Und dann schauen wir mal kurz in den Heckbereich. Vielleicht setzt du dich mal kurz in den Heckbereich aufs Bett. So, dann haben wir hinten einen großen, großen, nein, eine große, große Möglichkeit zu schlafen. Hier passen ja wirklich mindestens 3 Leute hin. Wir haben hier viele, viele Verstaumöglichkeiten. Einmal ringsherum plus eine schöne Dachluke. Und was wir auch vor allen Dingen haben, ich drehe einmal ganz kurz den Gimbal komplett. Wir haben hier wieder einen Fernseher. So, und wenn wir dann mal schauen, rechts und links ein Fenster, auch das, also für Licht ist hier hinten wirklich genug gesorgt. Dann gehe ich jetzt mal auch hier hinten rein, setze mich mal hier drauf und dann schauen wir mal, was die Helena uns jetzt noch hinter dieser Türe im Endeffekt zeigen kann. So, was haben wir noch hier? Wir haben hier ein Badezimmer. Wie gesagt, ist jetzt sehr, sehr dunkel, aber wir machen uns mal ein bisschen Licht, wir helfen uns mal. Wir haben hier eine schöne Toilette, wir haben hier ein wunderschönes Waschbecken mit einem Hebel. Mischarmatur, einen großen, großen Spiegel, Verstaumöglichkeiten, oben Haken, Wäschestange oder weiß der Geier was. Also es gibt hier auf jeden Fall im Badezimmer im Endeffekt alles, was man dann so wirklich braucht. Ist auf jeden Fall hier versteckt. Was haben wir hier noch auf der anderen Seite? Ja, eine Dusche. Ne? Eine große, große Runddusche. Ne? Sieht nach einer Runddusche aus, wo ich dann beide Türen mir zuziehen kann. Einmal von hier habe ich die Möglichkeit, bei dieser Runddusche alles zu schließen. Ja, und dann sollte beim Waschen auch nichts mehr schief gehen. Ja, und wieder die Tür, dass man sich hier... Und das Schöne ist, dass ich im Endeffekt, wenn ich im Heckbereich bin, die Türe schließen kann und habe dann für mich die Schlafmöglichkeit, Toilette und Dusche quasi abgetrennt. So, machen wir jetzt mal wieder auf, weil der Leon schon auf der anderen Seite steht. Hi Leon! Hallo! Alles gut bei dir? Ja. Was machst du Schönes? Ach, die Jacke, die nehmen wir dir jetzt gleich ab. Wir sind jetzt hier gleich fertig. Wir haben den Leuten gleich hier alles gezeigt. Und dann werden wir auch im Endeffekt deine Jacke nehmen. Mach dir keine Sorgen, wir sind gleich fertig. Ja. Also, das war jetzt mal natürlich eine Schnellvorstellung. Und wahrscheinlich gibt es hier bei dem Modell noch einiges mehr zu zeigen. Aber wir wollten euch, wenn wir so ein schönes Fahrzeug, vor allen Dingen ein älteres Fahrzeug sehen, wollten wir euch das auf jeden Fall zeigen, weil sowas sieht man nicht so oft. Und vor allen Dingen gebraucht, in einem relativ guten Zustand, würden wir sagen, mit wenig Kilometer gelaufen. Hier habt ihr die Chance, einen Niesmann Bischof zu kaufen. Wir finden es ein sehr, sehr schönes Wohnmobil. Mit Licht hätte das jetzt alles noch ein bisschen feiner und schöner ausgesehen. Aber wir hoffen, wir konnten euch das Wohnmobil etwas näher bringen. Wir hoffen, ihr habt eine Vorstellung davon bekommen, was ihr hier für dieses Geld an Fahrzeug bekommen könnt. Dann lassen wir euch jetzt erstmal mit diesen Bildern alleine und sehen uns in einem unserer nächsten Videos.
Lasst dem Video doch, ne? Ihr kennt es, ihr kennt es. Wir müssen nerven, tut uns auch irgendwo ein bisschen leid. Aber ein besseres oder ein schöneres Kompliment kann man nicht bekommen als einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Liebe Grüße und bis bald.